Herzlich willkommen zurück zu Let's Play the Forest. Ja, wir müssen noch ein bisschen Holz sammeln, eigentlich noch einmal darüber. Ach, komm, wir gehen mal dahin. Hier rechts, das ist gut. Und dann können wir wieder rüber schippen. Ah. Schade um den, um die Stöcke. Mehr können wir jetzt leider auch nicht mitnehmen. Haben leider nicht mehr den Platz dafür. Dann nehmen wir den da. Ja, komm. Und den hier. Das Bambi. So, bevor die mir komplett wegrollen. So. Die ist cool. Die müssen wir noch dahin packen. Müssen wir so manuell noch mitschleppen. Jetzt eben noch ganz schnell was schnicken. Holen wir jetzt einen Wagen rüber und dann können wir rüber schippern. Ja, die Sonne ist aber noch ganz schön weit oben. Krass. Das ist geil. Haben wir noch richtig viel vom Tag über. Ja, wenn das Essen schneller fertig wird, hätten wir noch sehr viel über. Ja, hätte ich jetzt eigentlich noch jemanden zweiten auf dem Server, würde ich gerne ausprobieren, ob ich mich selber in der Schlinge hier verfangen kann. Und ob ich mich auch vielleicht da wieder freilotsen kann. So, haben wir auch jeden Moment wieder voll. Nice. Ah, perfekt. Alles voll. So lässt sich's arbeiten, ey. Ein Träumchen. So, den Turm wollen wir auf jeden Fall noch fertig haben. Aber wir machen hier zuerst fertig alles, bevor wir da hinten zur Burg gehen, wo wir uns umsiedeln wollen, wo wir da anderen anfangen wollen zu leben, dann aufzubauen. Wenn wir hier erstmal fertig.
Ja, geil, den Sonnenuntergang auch noch dabei zuzusehen. Ne, wenn man ehrlich ist, ohne die Mutanten und die Kannibalen hier, die Ureinwohner, wäre das schon eigentlich ein richtiges Paradies hier. Wenn die nicht wären, wären die einzigen Tiere, die hier einem gefährlich werden könnten, tatsächlich die Krokodile. Und die Haie halt auch. Doch. Wird auch immer krasser, wenn es umso weiter man vorankommt, ey. Oder wird? Drei Baumstämme noch. Letzter Baumstamm. Jo. 179 von 317. Also brauchen wir noch 136 Baumstämme. Wird noch ein bisschen dauern, bis wir den fertig haben. So, aber jetzt können wir auf unserem Haus stecken wieder irgendwo fest. Ja, sehe schon. Müssen wir dran vorbei. So, ja, jetzt kommen wir dran vorbei. Ah, passt. Passt schon. So, wir trinken eben hier. Dann ab ins Bett. Damit wieder ein paar Bäume nachwachsen. Ihr kennt das Spiel. Und hier können wir noch ein paar reinballern. Alte Pistolenmunition gesammelt. Wie kommt die alte Pistolenmunition hier hin? So.
Sind die überhaupt noch frisch hier? 5 und 10 haben wir. Alkohol haben wir 7. Jo, hier haben wir die Armbrust. Damit können wir nichts machen, okay. Nice, wir haben eine Armbrust. Haben wir sonst noch irgendwas Neues hier? Teil 5 und Teil 6 von der Pistole. Komm, es muss jetzt langsam fertig werden, ne? Und dann gehen wir mal hoch und füllen mal unseren Wasserschlauch wieder auf. Wir können auch oben direkt was trinken. So, ausrüsten. Dann gehen wir wieder hier drauf. Haben wir noch Samen hierfür? Ne. Wir können jetzt leider nichts mehr anpflanzen. Schade. Schade. Aber wir können die Stöcker da noch montieren, einbauen. Miu. Oh, die Steine können wir hier schon platzieren. Nice. Immer lustig, wie wir da oben immer im Schweben sind, in der Schwebe hängen. Nice. Noch 116 Stöcker. Ja, die werden die meiste Zeit, glaube ich, brauchen. Ah, geil, wieder Regen. Ey, ich freue mich wirklich, wenn der Turm fertig ist. Ist ja nicht mehr viel, das wir machen müssen. Nur noch dreimal hin und her, dann ist das Ding fertig. Vor allem, wenn wir das hier voll machen, dreimal hin und her. Aber wenn wir umziehen, wird diese Gegend hier schon ein bisschen vermissen. Nur diese Bootfahrt, die werde ich nicht vermissen. Und da hinten wäre es dann deutlich einfacher. Für uns, sagen wir jetzt mal. Da wir dann immer wieder
So nur den Wagen hin und her schieben müssen. Und nicht immer diesen Fluss hier überqueren. Aber was auch geil wäre, wenn wir dann dort auch richtige Türme aufbauen würden. Sowas wie das, was wir da jetzt auf der kleineren Insel da bauen. So dass wir da richtige Burgtürme hinbauen. Ist mir gerade noch ein bisschen zu viele. Aber wir können dann jetzt den hier mal ausprobieren. Hoppla. Oh, der hat Molotows. Jo, da ist noch einer gestorben. Nice. Der ist auch tot. Headshot. Nice. Und der hängt einfach geil. Digga, wie viele Knochen wir jetzt kriegen. Nice, der ist tot. Ist er tot? Können wir den jetzt aufheben? Ja. Nice. So, den legen wir hier hin. Ja, dessen Keulen brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben ja überall Kreuze. Das heißt auch, das sind die stärksten der hier von denen. Oder nicht? Wie schnell haben wir die jetzt ausgeschaltet mit dem mit der Armbrust? So, komme ich jetzt noch ans Feuer ran? Komme ich noch ans Feuer ran? Da ist noch eine Armbrustbolzen. Ja, da war's. Da war's. Da war's. Hallo? Hallo? Die schmeißen wir dann auch noch drauf. Und den schmeißen wir auch noch drauf. Boah, das gibt dann ordentlich Knochen. Wie viel haben wir noch auf Tasche? 6. Ein bisschen Knochenrüstung können wir sogar noch bauen. Ey, ich liebe diese Armbrust jetzt schon. Nice. Ah, Schädel können wir nichts mit schleppen. Okay. Okay, wir müssen jetzt... Jetzt schade auch um die Schädel. Hier können wir maximal tragen, okay. Jetzt echt schade. Aber ja, können wir jetzt nichts dran ändern. Muss aber jetzt lieber dieses Feuer hier. Um mir was zu essen drauf zu schmeißen. Und dann...
Gehen wir weiter Bäume fällen, würde ich sagen. Beziehungsweise die Fallen muss ich wieder aufsetzen. Ja, aber echt geil, wie schnell die auf einmal down waren mit der Armbrust. Sind noch voll in die Fallen gegangen. Hey, was ist das? Hallo. Ich muss noch mal ein bisschen Geld reinschmeißen oder was? Oh, das Lagerfeuer ist weg. Naja, egal. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.